Ich bin Joey, willkommen zurück zum neuen Horror-Game Einteiler. Wir spielen jetzt Indicted. Wir haben davon tatsächlich mal die Demo gespielt. Eine sehr kurze Demo. Da sitzt ein Schatten auf dem Stuhl. Könnt ihr ihn sehen. Gut, es ist wieder so ein Spiel mit Jumpscares, glaube ich. Ich glaube, storymäßig nicht so tiefgründig. Geht ungefähr eine Stunde, habe ich gehört. Und ich würde sagen, da ist auch noch einer. Guck mal, die gucken uns alle an. Ich habe jetzt leider die deutsche Übersetzung von Indicted vergessen, aber na gut. Portugiesisch kann ich auch nicht. Nehmen wir mal Englisch. Portugiesisch, Brasilianisch. Ich glaube, es sind brasilianische Entwickler dann, wenn brasilianisches Portugiesisch. Also in... Mensch, was für ein Traum, ey. So, willkommen in meiner Zelle. Das ist mein tolles Radio hier. Kann ich das so ausmachen? Nee. Schubladen kann ich öffnen. Oh. Okay. Gut, die guten alten Tage. Okay, da sieht man schon wieder so von den Funktionen hier aus, wie dieses typische... Unreal Engine ist es ja jetzt nicht, aber wieder so ein Horror-Kit, denke ich mal. Okay, gucken wir uns erstmal in dieser gemütlichen Szene um. Szene hatte ich jetzt schon fast gesagt. Ich meine Zelle. In dieser Zelle gucken wir uns um. Und ja, was ich noch sagen wollte, in Brasilien spricht man Portugiesisch, aber es heißt dann brasilianisches Portugiesisch. So. Dabei gibt es dann Topi-Rahmen. Und was haben wir hier? Ah. An diesem Morgen, dem 17. August 1982, gab es ein schreckliches Massaker im Waisenhaus RIS. Soweit, so gut, hat die Polizei keine weiteren Informationen veröffentlicht. Aber wir wissen bereits, dass der Besitzer des Waisenhauses oder die Besitzerin Sarah Morgan einen Ausbruch hatte und hat jeden attackiert, der in dem Waisenhaus war. Auch die Nonnen, die sich um die Kinder gekümmert haben. Wir werden bald mehr Informationen veröffentlichen. Okay. Nonnen, Waisenhaus, Ausbruch, keine Ahnung. Ich habe das Klo gefunden. Hey, Ventilator. Ist auch besser so, wenn man keine Fenster hat, dann kriegt man wenigstens so ein Geblas. Okay. Im Optionsmenü kannst du die Empfindlichkeit einstellen. Ja, ist schön. Kann ich das ausstellen? Nein, okay. Also es ist aber ein bisschen dunkel, ne? Ratti! Leiter zu. Hallo? Hallo? Is anybody there? Das Spiel antwortet mir, das ist ja cool. Ja, ich bin hier. Ich spiele gerade. Was ist denn das? Ist das ein Staubsauger? Ich kann es so schlecht erkennen wegen der Dunkelheit, aber ja, es sieht so aus. Okay, also ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt irgendwie rausfinden müssen, was wir hier tun sollen. Ah, ich kann das Radio ausstellen, das ist schön. Was zum Teufel? Ich werde beobachtet. Ma'am? Hallo? Hat die gerade geschaukelt? Ich weiß es nicht. Sünden. Ich glaube, das stand da vorher nicht. Okay, wir sollen uns das wahrscheinlich angucken. Aber das N ist hochgestellt. Heißt das irgendwas? Soll das irgendwas bedeuten? Oh. Ein gemütliches Gewitter zieht auf. Hier sind wohlgemerkt zwei Zellen, ne? Und die Betten sind einigermaßen gut gemacht. Okay, komm, was muss ich machen? Mal Hallo sagen? Irgendwas? Das ist schon alles angeguckt, oder? Muss ich irgendwas hier nehmen? Hier hatte ich ja schon alles, ne? Was? Okay, irgendwas ist explodiert. Die Lampe? Oh, 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 oh. Okay. Hey, Mädel.
komme nicht weiter. Warum nicht? Was war das? Oh! Da hat sie uns wohl den Kopf verdreht, wa? Warum ist das so einsam hier in diesem Gefängnis? Was schwebt denn da in der Luft? Indicted. Ich mag ja diese Sounds, die halt so einen sehr tiefen Bass haben. Telefon. Oh mein Gott, was sind hier viele Fliegen? Ich hoffe, Chuck ist nicht krank. Oder wir haben eine Leiche unterm Teppich oder so. Ach, sind wahrscheinlich nur Fruchtfliegen, ne? Hier. Kennt ihr das Problem? Könnten natürlich auch diese scheiß Mülltonnen sein. Oder ich habe irgendwas im Rucksack. Oh, hier gibt's noch ganz viel. Wir gehen erstmal ran. Hallo? Hello? Good evening, my friend. Ah, good evening, Sam. Sam ruft an. I have a special case for you. A girl went missing near the old RIS. You were the only one who can find her, Arthur. I left some papers about the place in your office. Orphanage RIS? Oh, of course, my friend. I will help you in this case. Rest assured. I'll investigate the place. Ah, you're the best. Just be careful, all right? Don't worry about it. Just leave it to me. I'll see you, Sam. Okay. See you, Arthur. Wir sind also Arthur und unser Freund Sam hat uns angerufen, dass wir ein vermisstes Mädchen vom Waisenhaus suchen sollen. Dieses Waisenhaus, das wir gerade noch in der Zelle auf dem Zettel, Zeitungsausschnitt gesehen haben. Wir sind anscheinend ein Private Detective, will ich jetzt mal sagen. Orphanage, ja. Okay, sind wir schon länger dran an dem Fall? Fox Hills, 17. August 82, RIS Orphanage, also Waisenhaus. Gegründet im Januar 35 ist RIS das größte und bekannteste Waisenhaus in der Stadt von Fox Hills und beheimatet verschiedene Kinder. Ja. Seitdem es geöffnet wurde oder eröffnet wurde, gab es an dem Ort Berichte über Missbrauch und Gewalt gegen Kinder. Verschiedene Kinder sind einige Kinder sind von dem Ort verschwunden, auch ohne Erklärung. Miss Sarah Morgan, die Gründerin und die Leiterin des Waisenhauses, wurde befragt nach so vielen oder beobachtet nach so vielen Verschwinden, Dingsbums. Okay, ist das Mädchen, was wir suchen? Schön, dass da immer so ein Stern ist, ne? Mrs. Morgan. Okay, Sarah Morgan, Gründerin der RIS Waisenhaus-Gedöns, bleibt streng, ja, Firm heißt, ja, regiert mit strenger Hand den Ort, würde ich mal sagen, so, genau. Selbst nachdem es verschiedene Beschwerden gegen diesen Ort gab, hat sie alles abgestritten und sagte, dass das Waisenhaus sicher für die Kinder ist. Okay, wir wollen nur Gerechtigkeit. Sie muss Antworten liefern wegen all diesen verschwundenen Kindern. Irgendwas ist sehr falsch mit diesem Ort. Gott hilf unseren Kindern. Die geben ihre Kinder ins Waisenhaus und beschweren sich dann, dass die weg sind. Aber die wollten das doch dann nicht mehr, oder was? Oder wer beschwert sich da? Oh, was haben wir denn hier? Arthur Connor. Karte. Sehr schön. 27 Jahre alt, sieht aber aus wie 37. Registrierungsnummer. Fox Hills. Okay. ABC. Schön. Kann ich sonst noch was öffnen? Oh. Loca-Cola. Loco. Loca. Okay, ihr seht, die Sachen sind wahrscheinlich auch aus irgendeinem Asset hier oder so. Halt aus diesem Framework, diesem Horror-Framework.
Buddha. Hatten wir schon mehrmals, auch mit dieser Unterschrift hier. Oh. Sublime Facts. Was haben wir denn hier? Calcium. Aha, okay. Pillen. Irgendwelche Pillen. Keine Ahnung. Shadow of the Dread. Kind of Shadow on the Wall. Oh, ich habe den Heiligen Gral gefunden. Chalice. Chalice. Noch nie gehört. Und noch mehr Bücher. Der Sonnenuntergang. Ah, Bücher. Ich mag eigentlich gar nicht lesen. Und hier noch mehr Bücher. Molekular. Ich dachte, das heißt Nukular. Wasser. Die Wahrheit über die Maya. Ja, wunderbarer Weltraum. Ja, ich gucke alle an, genau. Weiße Wörter. Zwei Himmel. Was haben wir hier? Schmetterlinge. UFO Immersion. Ist das nicht ein Spiel? Ja, eigentlich schon, ne? Und alles, was du beim PC wissen musst. Als Buchform. Okay, was haben wir hier noch? Ah, ein Foto. Eine alte Postkarte. Vermutlich das Waisenhaus. Wunderschön. Da liegt auch noch was. Was haben wir hier Schönes? Astralhölle. Das Buch Astralhölle wurde aus dem Königlichen Museum 1923 gestohlen. Das Buch wurde von Frankie Thumboth geschrieben und hat seine Vision der Hölle dargestellt. Frankie selbst behauptete, er ist bereits durch die Hölle gegangen und aus irgendeinem Grund hat er es geschafft, dort herauszukommen. Und seine Nachricht, seine Mitteilung oder das, was er mitteilen will, halt zu verbreiten. Das Buch wurde niemals wieder gesehen. Es gab nur eine handschriftliche Kopie. Okay. Schön, schön. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Dark. Vielleicht erstmal den Müll rausbringen, ne? Das wäre ein Anfang. Oh! Dark! Ja, okay. Okay, da kommen wir raus, irgendwie. Gott, bring doch mal den Müll raus. Check sieht noch gut aus. Was ist da oben? Kisten, Bilder. Okay. Toll! Ah, Licht aus. Okay. Tja, alles fürs Klima, ne? Selbst das Licht aus, wenn ich gehe. Selbst in einem Spiel. Die Ladezeiten sind auf jeden Fall auch schon mal wieder sehr erregend. Vor allem, nachdem wir nur diesen einen Raum hatten. Was kommt jetzt? Ah, wir sind im Waisenhaus wahrscheinlich. Auch hier sind die Fliegen. Hui, ein Glück liegt an der Taschenlampe. Wie mache ich die an und aus? Gar nicht. Okay. Meinetwegen. Und wie immer, ne? Ihr kennt es. Wir gehen natürlich bei Nacht in so ein altes Haus hier. Ist da was in dem Eimer? Ich weiß nicht. Aber hier kann man sich auf jeden Fall verstecken. Kein Plan, ob das irgendwie wichtig wird. Ah. R.I.S. Waisenhaus. Heute gab es ein Massaker im Waisenhaus. Lecker. mehrere Körper von Kindern und Adolescents, keine Ahnung, wurden gefunden. Die Körper von 12 Nonnen, die auf die Kinder aufgepasst haben, wurden auch gefunden. Die Person, die für verantwortlich ist, ist Mrs. Sarah Morgan. Also die für das Waisenhaus verantwortlich ist. Ja, kurz nach 10, ich muss wieder gehen. Kann ich das Licht anmachen? Nein, kann ich leider nicht anmachen. Das ist ein Hirtenmädchen. Ein Gänsemädchen. Gänsemädchen. Okay, das Spiel speichert automatisch. Geh nicht, bevor es gespeichert hat.
Okay, da geht's nicht rein. Hallo? Da ist auf jeden Fall was drin. Mehr Bilder. Kein Dummy-Raum. Da werden wir bestimmt auch noch hinkommen. Nichts. Hier noch irgendwas? Auch nicht. Okay. Ein Stuhl. Gut. Immer wieder Zeit für einen Jumpscare. Da war er. Der Klassiker. Ein Bilder-Jumpscare. Guck mal, hier ist wieder so ein Ding, wo man sich verkriechen kann. Okay, irgendwas, was wir hier nehmen können, sieht nicht so aus. Eine zugenagelte Tür. Oh, ein Zeichen. Geht natürlich nicht. Was war da oben? Wieder fliegen. Wer baut eigentlich so komische Häuser hier? Dass man einmal irgendwie komplett rumgehen muss. Und so Räume... Sophie? Miss Sophie. Admiral Schneider. Okay, da kamen wir nicht rein. Hier links können wir rein. Ja, es gibt dann einen Raum in der Mitte. Da sind Fenster, aber... Ich verstehe es einfach nicht. Saving. Ach, guck mal. Okay. Jetzt haben wir einen Save-Vorgang. Die sind aber auch schon länger hier drin, ne? So wie die gewuchert sind. Okay, hier gibt's nichts. Da ist auch ein Zeichen. Use. Geht aber nicht. Brauchen wir Schlüssel mit diesen Zeichen? Milch, Milch, Milch. Milch. Okay, da liegen Zettel rum. Nichts davon können wir betrachten. Nichts davon können wir nehmen. Hier ist irgendwas. Take. Aber was ist das? Ein Schlüssel. Ist ein Schlüssel hochgehoben. Okay, aufgenommen. Ein vermutlich Waisenhaus. Das könnte mal die Küche gewesen sein hier. Das aufmachen. Angucken. Kann man auch drunter kriechen. Guck mal, haben dasselbe Rahmen hier wie wir in unserer Wohnung. Das verrät uns, wir sind eigentlich der Mörder. Aber Rahmen erkannt. Ich könnte euch das jetzt erklären, aber ich will jetzt nicht den Rahmen sprengen hier. Okay, da können wir rein. Ja, schön. Okay, gucken wir mal hier vorne. Das ist nochmal ein extra Raum. Okay, alles klar. Zettel. Zettel sind hier genug. Mensch, das ist doch die, die Chefin hier vom Waisenhaus. Die sieht so freundlich aus. Telefonnummer noch draufgeklebt. Irgendwas, was wir hier finden können. Hier sieht es nicht so aus. Nichts von Interesse, okay. Weiß jetzt nicht, wofür der Schlüssel ist, aber... Für diesen Raum? Ah. Funktioniert nicht. Ich muss die Sicherung überprüfen. Ja, ich habe keine Sicherung. Heißt das etwa, wir kriegen auch Strom hier, wenn wir eine Sicherung finden? Okay, stell die Stromversorgung wieder her. Dann gehen wir mal zurück. Hing das Bild gerade auch schon so quer? Ich könnte mir gut vorstellen, dass da hinten die Tür war, wo wir den Schlüssel für brauchten. Oder aber? Nee, da kommen wir ja nicht durch. Miss Sophie? Ah, Unlock. Sieh mal eine an. Okay.
Lass mich raten. C für ducken. Kommen wir tatsächlich durch. Aber ich gehe außen rum. Okay. Ja, es ist wieder eins von diesen Spielen, wo man genau gucken muss und ich tue das und trotzdem werde ich irgendwas übersehen. Nicht wahr? Ihr kennt das. Ihr liebt das. Sonst wärt ihr jetzt nicht hier. Wieder ein Zimmer ohne Fenster. Ach, der Staubsauger von gerade. Da ist was drin. Ein Bild. Eine Nonne mit Kindern. Und... Nein, eine Sicherung. Warum ist jetzt meine Taschenlampe ausgegangen? War die Tür gerade schon zu? Saving. Ah ne, alles klar. Denk mal hier. Was? Wo? Ach da. Hey, komm back hier. Miss Sophie. Machen wir erstmal den Strom an. Mit Licht sieht sich's besser. Holy shit! Okay, Aufgabe erledigt. Aber Strom haben wir irgendwie immer noch nicht. Ah, viel besser. Ich kann die scheiß Taschenlampe übrigens weder ausmachen noch wegpacken. Okay, können wir jetzt vielleicht den Fernsehen gucken, bitte? Und man kann nicht fernsehen. Er kennt es nicht. Okay, kann ich nichts machen. Müssen wir nochmal zurück. Die Maus ist sehr ruckelig, wa? Ich versuche die Maus nicht allzu sehr zu bewegen. Denke mal, wir müssen jetzt noch was anderes irgendwo finden. Ist so, oh, dunkel. Irgendwie ein Brecheisen oder sowas, um da oder ein Hammer, um da durch die. Den Schrank zu kommen. Was? Gibt das jetzt Sinn hier? Dass uns die roten Fußtapser jetzt hier die Tür aufmachen? Na gut. Da ist nur eine Kerze an, aber kein Strom. Ich höre mal was. Es ist, als ob irgendwas atmet, aber entweder atme ich selber oder es ist halt einfach das Ambiente hier. Gut, das haben wir da. Ich habe Angst. Bis morgen fängt an, mir Angst zu machen. Einige Kinder sind auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Dieser Polizist kommt hier jede Woche hin. Ich mag ihn. Ich habe ihn gefragt, ob er mich adoptieren möchte. Arthur. Ja, genau, das ist sein Name. Mein zukünftiger Vater. Aber ich bin doch Arthur. Was für ein Zufall. Das hat bestimmt überhaupt nichts miteinander zu tun. Okay, hier ist nichts. Was ist da? Auch nichts. Jede Menge Schuhkartons. Warum ist die Tür jetzt zu? Ist die scheiß Tür auf? Ja, hier konnten wir kurz reingucken, ne? Ganz am Anfang.
gute Ölfass. Hallo? Okay, was gibt's hier? Ah, da ist wieder ein Zeichen. Wahrscheinlich brauchen wir da einen Schlüssel für. Können wir irgendwas aufmachen? Ich schätze mal, wir müssen dann gleich durchgehen, weiter den Gang. Ah, die Hunde wurde auch gedacht. Nichts zu lesen. Natürlich, geschlossen. Hier, der ist eigentlich wieder, das ist wieder so ein Jumpscare-Stuhl, ne, dass der mir jetzt gleich in den Weg rückt, wenn wir vorbeigehen. Macht aber nicht vielleicht auf dem Rückweg. Wie alt sollen das sein, dass hier schon riesige Bäume wachsen? Das ergibt das Sinn? Na, ab und zu hört man da doch irgendwie was, was komisch ist. Oh, wieder. Hallo Staubsauger. Der Staubsauger-Jumpscare. Astrale Hölle, Kapitel 1. Das ist für gewöhnlicherweise die schlimmste. Es ist, wo du all deine Traumas wieder durchlebst. Die dunkelste Sache, die dir folgt für alle Ewigkeit. Du wirst falsche Eindrücke der Realität haben. Du wirst intensiv jeden Moment deiner astralen Hölle durchleben. Nach einer langen Reise wirst du deine schlimmsten Ängste zu Gesicht bekommen. Der zweite Akt beginnt. Wahrscheinlich ist das neugierig. Wahrscheinlich ist das mein erster Akt. Die Umgebung, die merkwürdig ist. Ach, guck mal. Euch haben wir doch auch schon mal im Spiel gesehen, ne? Ja, die Schwestern. Ich kann mich dran erinnern. Also meine Hölle besteht auf jeden Fall irgendwie aus Schuhkartons oder so. Nicht der Pizza? Ach nee, Rahmen. Und Rahmen. Schuhkartons und Rahmen. Ja gut, hier stehen so viele Betten überall rum. Weil ist ja ein Waisenhaus. Aber das mit den Schuhkartons erklärt sich mir nicht. Die Kinder mussten Schuhe herstellen. Für Adidas oder so. Licht da. Meine Karte? Warum liegt hier meine Karte in diesem Waisenhaus? Ein Wink mit dem Zaunpfahl. Oh. Na endlich! Der Vorschlaghammer. Damit kommen wir doch durch diese Holzdinger durch. Oh. Hm, wahrscheinlich brauchen wir. Hier brauchen wir wieder was anderes, ne? Da brauchen wir dann. Könnte ich den Vorschlaghammer nehmen, ne? Und hier so hebelmäßig das Ding wegmachen? Nein, das geht nicht. Wir brauchen hier den Bolzenschneider. Deswegen müssen wir jetzt zurück. Wir haben Saugi vorbei, ne? Jetzt kommt der Stuhl-Jumpscare. Achtung. Boah, ich bin echt enttäuscht von dir. Oder ist der hier? Nee, da braucht man einen Schlüssel für. Definitiv einen Schlüssel. So, jetzt ist wieder die Orientierung meinerseits gefragt. Miss Sophie? Kann ich den irgendwie auswählen? Ach! Nein! Willst du mich verarschen?
Okay, ich habe einen Hammer und kann damit was kaputt hauen. In eine Wand, würde ich sagen. Gibt es hier irgendwo eine Wand zum kaputt hauen? Kann ja keiner ahnen. Dann ist es wahrscheinlich doch hinten. Oh, warte mal, wir konnten noch raus oder so. Nee, warte mal. Dann brauchen wir da wohl doch ein anderes Werkzeug. Müssen wir erstmal hier bleiben. Ach, das war mit raus gemeint. Okay, vielleicht können wir doch dieses Ding damit. Nee. Was können wir jetzt mit dem Hammer was können wir zerdeppern hier? Ah, ein Schrank. Ein Schrank natürlich. Da wollen wir doch zurück. Stimmt. Oh, die Fässer hier. Zwei. So Doom-mäßig. Naja, hat nicht geklappt. Ich wünschte, ich könnte springen. So, Duckjump machen. Ja, wär besser. So, hier. Nee, hier nicht. Hier. Auch nicht. Hä? Was muss ich denn zertrümmern hier? Hier. Ich check's nicht. Ja gut, könnte sein, dass hier die Mauer. Was? The game had two levels for crouching. Assess the controls menu to view change. Ah. Aha. Bricklayer. Alles klar. Bricklayer heißt Klotzwand. Klotzschicht. Okay. Die erste Nachricht über einen Fall. März 81. Ich habe diesen Ort besucht und bevor ich meine Untersuchung gestartet habe, habe ich zum Besitzer dieses Ortes geredet. Zur Besitzerin. Sie hat auch Anzeichen von Gewalt dargestellt. Ich habe die kleine Sophie getroffen. Sie hat mich gefragt, also darum gebeten, dass ich sie adoptiere. Ich gebe zu, dass ich darüber nachdenke. Sie ist ein sehr freundliches Kind. Sam hat mich heute Nachmittag angerufen, diesen Nachmittag angerufen, um einen weiteren anonymen Bericht vom Waisenhaus ja, mir mitzuteilen. Noch ein weiterer Bericht über Missbrauch und Gewalt. Wenn das 1981 alles war, dann kann Miss Sophie ja eigentlich kein Kind mehr sein, ne? Okay, vielleicht spielt sie ja auch noch in den 80ern oder so. Ich weiß es nicht. Oh, es geht nach oben! Das ist aber ganz schön groß, der Ort, ne? Deswegen braucht man auch so viele Staubsauger. Jetzt wird's mir klar. Das ist eine Uhr? Ah, da brauchen wir irgendwas, um diese Dinger wegzumachen. Hammer oder so. Vielleicht finden wir noch was. Es gibt ja noch genug zu entdecken hier. Es gibt Control. Ah, guck mal hier. 1, 2. Ah, ich habe die 2 Stufen des Duckens entdeckt. Dieses Spiel kann einfach alles. Ich dachte, da liegt Blut. Aber ich dachte, da hinten liegt ein Schlüsselbund. Aber es war nicht. Oh! Okay, Badezimmer. Ist einfach nichts drin.
Einfach nichts. Hier liegen noch Klötze rum. Na gut. Bevor wir hochgehen, schauen wir uns hier nochmal um. Aber auch hier können wir nichts öffnen. Hier ist noch ein Brief. Heute war ein sehr schwieriger Tag. Mrs. Morgan hat uns alle bestraft. Alles nur wegen Sophie. Dieses Mädchen ist nicht klar, was sie tut. Sie hat einen der Schlüssel der Nonne in die Toilette runtergespült. Mrs. Morgan war außer sich vor Wut. Und wir werden immer eine Menge, uns wird immer eine Menge Schmerz zugefügt, wenn das passiert. Zugefügt. Mehr Schuhkartons. Gehen wir mal hoch. Oben finden wir bestimmt einen Hammer oder so. Oder ein Brecheisen oder was auch immer. Irgendwas, um diese Bretter hier wegzumachen. Unten. Okay, ja, viel Müll rum hier. Okay, ja. Müll und Schuhkartons. Und Staubsauger. Jede Menge Staubsauger. Ich glaube, es war jetzt schon der dritte oder der vierte. Zählt mal mit. Ich will, dass einer in die Kommentare schreibt, wie viele Staubsauger es in diesem Spiel gibt. Dem gebe ich ein Herz. Dann hast du mein Herz bekommen. Bratpfanne. Ah, da hinten. Wieder Schlüssel. Hier wieder was für, ne? Entdecker. Okay. Brauchen wir einen Schlüssel für. Hier brauchen wir die Kneifzange für. Nein, den Bolzenschneider. Und was kriegen wir hier? Wird mal so langsam Zeit, dass wir was kriegen. Do you want to play hide and seek? Nicht sicher. Zu verstecken spielen. Ah, es ist. Okay, das geht nicht. Hol mal die Taschenlampe raus. Okay, da kommen wir nicht so nicht sicher, kommen wir nicht rein. Wofür habe ich eigentlich einen scheiß Strom angestellt, wenn hier unten nichts funktioniert? Also irgendjemand wollte mit mir Verstecken spielen. Hatte mir gerade ins Ohr geflüstert. Aber hier muss es doch irgendwas geben. War jetzt der letzte Raum, oder? Nee, hier geht. Hier waren wir doch schon. Es muss hier doch noch irgendwo ein Brecheisen oder so geben. Also irgendwas muss es hier oben geben, damit es weitergeht. Ein Schlüssel? Ich dachte, ich hätte Musik hier unten gehört. Ich gehe nochmal. Wo? Da. Muss irgendwas hier oben geben. Oh, so hier. Eine Spritze. Okay. Ach, guck mal hier. Ein Schlüssel.
Ausgerechnet da, wo ich sonst immer genau nachgucke. Miss Sophie? Ausgerechnet. Strange in this place. Ja, ist gut. Wird komisch hier drin. Da, wo ich sonst immer genau nachgucke, habe ich diesmal nicht nachgeguckt. Okay, gut. Aber wir haben einen Schlüssel, damit müssten wir jetzt eigentlich da hinten durchkommen, würde ich jetzt mal sagen. Nein. Ein anderer Schlüssel. Ein Schlüssel für unten. Hm. Wo sind noch Türen mit Schlüssel? Okay, wo waren noch Schlüsseltüren? Hallo? Okay. Hier hinten? Ich frage mich, was wir da benutzen können. Hier war keine Tür, ne? Nur der Stromkasten. Hier war keine Tür. Hier kann man nicht her. Hier war das. Hier sind wir schon mal rein. Aber hier war keine Tür. Und hier war hier auch noch eine Tür. Hier war eine Tür. Alles klar, Kinder. Okay, der Schlüssel passt. Gut. Schön. I'm so confused. Why am I living this hell? I don't understand. Everything is so confusing. It feels like I'm stuck in this place. Stuck. This girl, Sophie, she looks so familiar to me. It's like I've already experienced something in this place. What are these souls trying to tell me? Okay, alles fühlt sich so verwirrend an. Warum ist das so? Was will mir das hier sagen? Und warum kommt mir das Mädchen Sophie so bekannt vor? Ich habe sie doch adoptiert. Okay, hier gibt's nichts. Nichts. Fünfmal nichts. Da können wir hochkrabbeln. Das habe ich zum Glück gesehen. Aber ich will gucken, ob hier noch irgendwas. Staubsauger? Ob hier noch irgendwas rumsteht. Okay, gehen wir mal hier lang. Ja, ja, zwei Levels zum Kriechen. Ich hab's ja verstanden. Oh. Sophie? Sophie hat sich verändert. Oh, Wasser. Was zum Teufel? Böse. Angst. Warum? Hoffnungslosigkeit. Die Käfige? Sie. Dämonen. Böse.
Da sind wir, glaube ich, hergekommen. Angst. Sünde. Hier lang. Das wäre eine nette Einladung. Oh! Ist gut. Schon wieder diese Fliegen. Pentagramm. Oh. Das ist ja ekelhaft. Das Kerzen. Oh, horrible smell. Tja, weiß gar nicht, wo der herkommt. Ein schrecklicher Gestank. Ich glaube, wir haben den Folterkeller entdeckt, ja? Ah, hier muss es doch irgendwo einen Bolzenschneider geben. In irgendeiner Ecke. Aber wir werden wieder nur Staubsauger finden. Aha. Codex 25. Kraft und Stärke. Die Seelen von 5 unschuldigen Kindern. Überliefert in einem heiligen Symbol. Mit dem Blut der Individuen. Ein Teil von dir muss in Harmonie mit dem Ritual sein. Fleisch und Blut. Aha. Hat die Chefin vom Waisenhaus wohl irgendwas Nettes versucht? Was ist das? Ach so, Bratpfanne. Oh. Ein Schlüssel. Okay, was ist das? Turn off the General Water Register. Okay. Da brauchen wir anscheinend was für. Schätze ich mal. Aber jetzt haben wir erstmal einen Schlüssel. Haben wir eigentlich auch. Ach, guck mal hier. Ach, wir haben auch ein Inventar. Und jetzt sehen wir hier das Symbol. Ein Schlüssel mit einem seltsamen Symbol. Dann ist das das für oben. Dann werden wir jetzt anscheinend wieder durch die Gegend gejagt hier. Also jetzt ganz zurück. Aber warum sollten wir hier das Wasser abdrehen? Wo kommen wir dann hin? Welchen Vorteil haben wir dann? Auf jeden Fall müssen wir wieder zurück und so ein Wasserrad, so ein Ventil finden oder so, würde ich sagen. Hm. Es ist so ruhig. Hoffentlich passiert jetzt nichts. Man wartet eigentlich drauf. Okay, lass mal überlegen. Warte mal. Und die Türen zu. Ich denke, wir müssen jetzt hoch. Wie war das noch mit der Orientierung? 1er Orientierung. Da hinten. Oh, wait. Das ist neu, oder? Die Fliegen hier sind auch neu. Hier stehen sogar 2 Staubsauger in einem Zimmer. Das müsste das Symbol sein, oder? Ja, sieh mal einer an. Ach, das.
Crowbar. Sehr schön. Mehr gibt's hier nicht. Können wir das auch als Waffe nutzen? Crowbar. Vielleicht kann ich suchen, andere Bereiche in dem Waisenhaus zugänglich zu machen. Das natürlich nicht. Kann ich auch nicht als Hebel benutzen. Nein. Ich brauche den Bolzenschneider. Kann ich da nicht durch? Nee. Nur unten fällt mir da jetzt so spontan ein. Hier wieder durch. Oh my God! What's going on in this place? Böse! Oh! Kann ich die Schaufel haben? Is happened, did. Ja. Wie? Ich komme auch nirgendwo anders hin. Noch ein Staubsauger. Ach, guck mal, ich kann auch Reed sagen. Mrs. Morgan war sehr seltsam in der letzten Zeit. Sie hat schwarze Kerzen überall im Waisenhaus angezündet. Jede Nacht geht sie in ihr Zimmer mit diesem seltsamen Symbol auf ihrer Tür. Ich schwöre, ich habe Schreie herauskommen, aus ihrem Raum kommen hören. Mary ist vor ein paar Tagen verschwunden. Und es sieht nicht so aus, als ob sie das sogar kümmert. Ach, der Bolcutter. Was ist das? Konha. Was ist das denn? Konha. Pferdesalbe oder was? Okay, wir haben den, ne? Plier. Okay. Um Stahl durchzutrennen. Aber hier kommen wir nicht mehr durch. Kommen wir nicht mehr zurück. Nur nach oben. Das ist die einzige Möglichkeit. Hatten doch zwei Räume, oder? Wo wir so eine Kette hatten. Oder irre ich mich? Also hier? War hier nicht noch ein Raum? Ja, wenn das unten war, irgendwo noch eins mit Kette, oder? Babygeschrei. Hier war nichts, okay. Das ist einfach ein Spiegel. Vielleicht kann ich die mit dem Sledgehammer zerhauen. Ich bin so enttäuscht. Okay, alles klar. Es geht doch. Ist doch auch ein Sound aus PT, oder? Hi Sarah. Ich habe ein Ventil zugeschickt, wonach du gefragt hast. Hab's dir sicher verpackt in einer Holzkiste von unserer Firma geschickt. Die Kiste ist vernagelt und versiegelt. Ich empfehle es,
kaputt zu machen, um an das Ventil zu kommen. Bis bald. Ah ja, eine Holzkiste. Teller. Wo ist denn eine Holzkiste? Die wird... Aha, die also. Ah ja. Da. Take. Hurra, ein Ventil. Dann können wir das ja im Keller einsetzen. Wieso echt von Pontius nach Pilatus geschickt, ne? Break. Out. Damit es auch der Dümmste kapiert, ne? Sagt der, der den Schlüssel nicht gefunden hat. Okay. Dann müssen wir jetzt wieder in den Keller zurück. Scheiße, wo ging's denn nochmal in den Keller? Unten irgendwo, oder? In der Regel ist der Keller unten. Oder? War er doch in einem anderen Raum. Da kommt man jetzt nicht her. Alles zu. Aua. Ich renne doch schon. Der Tod hat sich gefunden. Jetzt wirst du in der ewigen... War ich schnell genug, oder was? Hoffe ich, haben wir ein Safe Game. Wahrscheinlich schon, ja. Okay, was habe ich? Das Ventil habe ich. Und wo bin ich? Hier bin ich. Okay. Halt die Fresse. Okay, lassen wir mal ein bisschen Druck ab, ne? Also denkst du, du guckst hier nur so ein bisschen rum, weißt du? Und musst ein paar Schlüssel finden, ein paar Türen öffnen, dich ab und zu erschrecken lassen, dann musst du noch wegrennen. Du darfst dich nicht fangen lassen. Die Spiele kriegen einen immer wieder dran. Okay. Whatever. Schneller geht's leider nicht hier durch. Jetzt wäre ich schon wieder angegrunzt, ja? Die Frage ist, wenn wir jetzt das Wasser abgelassen haben, wohin dann? Wahrscheinlich können wir die Kerzen dann anzünden. Wir müssen das Ritual starten oder irgendwie so eine Scheiße. Das ergibt natürlich alles Sinn. Aber es soll ja natürlich auch keinen Sinn geben, weil wir sind hier in der Hölle und wir durchleben unsere Sünden immer wieder. Okay, fertig. Ah, nee. Es leuchtet so. Ich denke immer, da gibt's was. Das haben wir schon gelesen. Ich denke mal, wir müssen uns jetzt was hier... Ah. Ja. Kopf in der Kiste. Ach, da ist ein... Schlüssel! Den Cabinet Key. Okay. Wandschrank. Wandschrankschlüssel. Für welchen Wandschrank? Oder Schrankschlüssel. Welcher Schrank? I need to leave this place. I'm not feeling well. Ich muss diesen Ort verlassen. Ich fühle mich nicht sehr gut.
schätze mal, das war wieder der Wink mit dem Zaunpfahl, dass wir uns hier verpissen sollen. Mach doch mal an. Taschenlampe will irgendwie nicht. Hier ist jetzt Licht. Ist gerade auch schon so. Ich frage mich, ob jetzt diese Gitter hier noch sind. Aber im Großen und Ganzen sieht es ja ein bisschen freundlicher hier aus. Es ist nur die Frage, welcher Wandschrank ist es? Vielleicht der in der Küche. War zumindest ein Symbol drauf. Oh. Flashlight nicht benutzen. X und Y zum Tilten. Okay, ist leider Z. Ohne Scheiß. Ich habe gewusst, dass man sich hier verstecken muss. Ist da drin? Oh nein, ein Code! Ah, aua! Das ist jetzt der Punkt, wo mir das Spiel so langsam zu doof wird, ey. Einfach weil ich solche Sachen nicht mag. Use your flashlight now. Kann ich irgendwie einsperren? Gehst du mal bitte? Hier wird sie mich nicht finden. Unmöglich. Ach, das ist die Olle. Hier, die Waisenhaustante. Das muss sie sein. Geht nicht. Seit wann können wir denn hier diese Dinge aufmachen? Ich weiß jetzt nicht, wo sie hingegangen ist, ehrlich gesagt. Thank you.
Wie konnte mich ich denn hier finden? Oh Gott, ist das schlecht. Können wir nicht irgendwie hätte ich nicht irgendwie nach hinten hinlocken können oder so? Oh, sie geht in die Richtung. Sehr gut. Das ist doch nicht wahr. Die ist doch weggegangen. Ich hab mich doch ganz leise an ihr vorbeigeschlichen. Ey, das ist ein Scheiß, ey. Das Problem ist, ich muss jetzt durchspielen, sonst ist die ganze Aufnahme für die Katz. Ich kenne den Struggle. Ja, da kann ich gar nicht rum. Rechts, links. Ach, geh doch in die andere Richtung. Oh. Cool. Können das Bild verschieben. Wie nice ist das denn? Also ich weiß, da war eine Kiste drin. Mit dem Zahlencode. Woher soll ich denn jetzt die Zahlencode rausfinden? Wahrscheinlich ist da ein Hinweis auch noch drin. Aber so schnell kann ich ja nicht lesen. Wann dreht sie sich denn um und kommt? Da ist zu, ne? Ah ja. Hier ist auch noch zu. Hier war der Kacke-Eimer. Wo ist sie? Mamuschka? Ah! Aua! Das ist so bekackt. Kann ich sie nicht einfach mit dem Hammer weghämmern? Warte mal. Use. Ja. You are my yard. Halt die Fresse. Ich kann doch nicht mehr einen scheiß Hammer nehmen. Wenn sie wenigstens hier bleiben würde, aber sie geht ja immer wieder zurück. Wie soll ich denn jemals an den Schrank kommen? Wie soll ich an den Schrank kommen? Es ist unmöglich. Vor allem, sie sieht mich, sobald ich in der Nähe bin. Sie hat anscheinend Augen im Hinterkopf. Und diese scheiß Blutflecken gehen jetzt auch nicht mehr hier weg, oder was? Tja. Wahnsinnig nervig. Nicht zum Lachen.
Die Blutflecken nerven. Kann ich die irgendwie wegwaschen, wischen oder so? Kabinett-Key. Ja, geh da rein. Schön tief rein. You are my art. Wie soll ich denn an der vorbeikommen? Das ist doch nicht möglich. Vor allem, weil die immer schneller ist als ich. Ich renne jetzt einfach an ihm vorbei. Hallöchen. Lass mich doch mal vorbei. Kann ich sie hier ablenken? Hurra! Ja! Wieso kann ich dir nicht? Aua! Sie ist einfach schneller als ich. Ich kann sie noch nicht mal einsperren. Die blöde Ziege. Vielleicht ja doch. Ich erst außenrum renne und dann innenrum? Ja, vielleicht. Versuchen wir das mal. Ich könnte, wenn ich abschließe, ich meine, ich habe ja einen scheiß Schlüssel für die Tür. So, komm. Nee, wo war der denn der? Okay, komm mal. Wo war denn der scheiß Raum? Aua. Da, da, ach, da war der Raum. Ach Gott, ist das eine Scheiße. Ist das eine verdammt... Das ist doch nicht wahr, ey. Das ist doch echt nicht wahr. Und dann diese 20.000 Stunden Ladezeit dazwischen. Also, so, warte mal. Wenn wir jetzt in den Raum nach vorne gehen. So, komm her. Okay, komm her. Ich weiß jetzt nur nicht, ob sie da lang geht oder da lang. Dann könnten wir eventuell dazu machen. Geh bitte da lang. Bleibt einfach da stehen. Die geht nicht weiter.
Sie rastet einfach aus. Sie können, das ist doch nicht wahr! Keine Ahnung, was ich hier tue. Ich komme nicht hier raus. Wieso hat die mich gesehen? Unmöglich, die Tür war zu. Ich habe keine Ahnung, wo ich die hinlocken soll. Und sie bleibt ja auch stehen wie so ein dummes Stück Scheiße. Lass mich doch mal vorbei. Wenn sie mich jetzt vorbeilassen würde. Wäre schön, sie festzuglitschen oder so. Ich habe mich gerade selber festgeglätscht. Trommel spielen kann sehr schön, ne? Ich komme nicht da raus jetzt. Ey, das ist doch nicht wahr! Klar. Komm zurück. Warum nicht? Wenn ich überhaupt nicht mehr hier rauskomme. Damit man dieses Spiel überhaupt nicht mehr lösen kann. Das ergibt einen Sinn. You are my art. Natürlich geht's in die falsche Richtung. Wieso nehme ich sich den scheiß Hammer und hau ihr eins über den Schädel? Thank you.
die Tür nicht zu machen. Was haben wir da? Follow your heart. Folge deinem Herzen. Woher soll ich dir jetzt den Code wissen? 666 oder was? Max MRN. Woher soll ich jetzt wissen, was der... Woher soll ich jetzt... Ach, da ist das Herz. Da ist ein Herz. Follow your heart. Da ist auch noch ein Herz. Steht eine Zahl? Da ist ein Punkt. Das ist immer dasselbe Punkt. Use. Ah, 7. Okay, wir... Wir müssen es abreißen. Wo ist sie denn jetzt? Also 7 3. Und irgendwo muss noch ein Herz sein. 7-3 reicht mir aber, den Rest. Ja, sehr gut. Krieg ich die auf? Krieg ich die auf? Mach sie doch auf jetzt. Wie kann ich den aufmachen? Ich kann den nicht aufmachen. E, Q. Ich habe keine Ahnung, wie ich die aufkriegen soll. Die ganze Zeit hier rum. Rotate, put away, show cursor. Kiste ist auf, aber ich krieg sie nicht auf. Ey, so eine Scheiße, ey. Wahrscheinlich, weil ich das letzte Herz erst finden muss, oder? Weil ich gecheatet habe. Da. 5. 7, 3, 5. Ich krieg's nicht auf.
7, 3, 5. Kann ich jetzt eh sagen? Jetzt geht's. Ein Feuerzeug. Okay, damit kann ich die Kerzen im Keller anmachen. Bin aber schon so gut wie tot, das ist das Problem. Ich kann nicht mehr rennen. Oh, bitte lass mich jetzt das scheiß Feuerzeug haben. Wahrscheinlich nicht. Ist so dumm. Ist einfach so dumm. Ist auch scheiße, dass sie nicht weiter rennt. Sie rennt immer genau bis hierhin. Wieso geht sie jetzt nicht in den Raum rein? You are my Arthur. Was sagt sie denn überhaupt? You are my Arthur. Ach, you are mein Arthur. Oh, vielleicht geht sie vorbei. Geh bitte vorbei. Also ganz vorbei, meine ich. Ja, sie geht vorbei. Wenn ich hier jetzt nur genug Zeit lasse. Sieben, drei, fünf. Na, komm schon. Das ist doch nicht wahr, ey. Muss ich nur noch wieder. Hey, Babe! Jetzt geh bitte in die Richtung, ja? Du warst ja eh auf dem Weg dahin. Dann kannst du auch weitergehen und dann. Kann ich schön im Keller Licht anmachen, ne? Bist du ein gutes Mädchen, ja? So, weiter gehen jetzt. Bitte weiter. Bitte geh weiter. Komm weiter. Falsche Richtung! Genau, umdrehen. Umdrehen einmal bitte. So. Nee.
Dann müssen wir es anders machen. Ja, hier bin ich. Oh. Ja, das hat doch jetzt gut geklappt. Warte, wie komme ich in den Keller? Leiter, which can be used to light candles. Geht's hier nicht in den Keller? Oder welche Kerzen muss ich hier anzünden? Ist doch echt nicht wahr. Welche Kerzen soll ich denn anzünden? Ich dachte, die im Keller. Da ist auf jeden Fall eine Kerze an. Hier. Auch nicht. Ich bin doch von hier gekommen, oder? Was für Kerzen muss ich jetzt anzünden? Das ist doch echt nicht wahr. Hoffentlich nichts in dem Raum. Doch, da sind Kerzen. Die sind schon an, oder? Da ist eine Kerze. Ah! Ah! Fuck you! Verdammte Scheiße. Hier wäre keine Kerze gewesen. Okay. Kann ich jetzt im Keller Kerzen anzünden? Halt, stopp, wir können hier hoch. Da bin ich jetzt auch ein Raum. Wo wir den Bolzenschneider nutzen konnten. Und zwar hier. Ach, haben wir schon. Dann unten. Dann war unten irgendwo noch einer. Aber natürlich können wir auch im Keller noch die Kerzen anzünden. Das ist zumindest das, was man... Was ich mir so vorstelle. Oder wo war das mit der Kette? Ich weiß es nicht mehr. Nee, da war nichts mehr, ne? Hier war nichts mehr, nee. Nee, da müssen wir dann wahrscheinlich Keller. Hier war auch nichts mehr. Hier war noch irgendwo eine. Nee, da war abgeschlossen. Da hoch, okay. Aber irgendwo war doch noch eine Tür mit Kette. Da. Ah. Saving. Aha. Lokale Nachrichten. Das RIS Waisenhaus-Massaker. Heute, am 17. August 1982. Ich bringe sehr schlechte News über das RIS und unsere Kinder. Mrs. Morgan, die Besitzerin des Waisenhauses, hatte einen mentalen Zusammenbruch und hat jeden umgebracht. Soweit ist nichts weiteres bekannt über diesen Fall. Der Derjenige, der den Fall untersucht, ist Arthur. War sehr wütend
Weil eines der Kinder von ihnen adoptiert werden sollte. Wow, was eine Story, du! Verwogen! Wahnsinn! Jetzt wissen wir die Wahrheit. Oh. Salami. Wir müssen in den Keller. Oh, vielleicht können wir jetzt in den Raum, wo wir nicht hin dürfen. Narben. Okay. Ah. Die Kinder und die Olle. Oh. Eigentlich fängt's ja mal ganz okay an. Oh, wir sind in der Gefängniszelle. Shit. Oh, verdammt. Die Zellen sind aber viel kleiner als vorher. Hab ich noch irgendwas? Habe ich nicht. Okay. Oh, ein Brief. Astrale Hölle, Akt 2. Das ist der Punkt, wo du sehr viel Verwirrung hast. Du weißt nicht mehr genau, was real ist. Eine friedvolle Umgebung. Und die dir sofort Frieden bringen wird. Aber es ist eine Illusion. Irgendwas wird dich in Frieden verlassen, um dich demnächst wieder zu foltern. Die astrale Hölle bringt sich vom Himmel in die Hölle. So ist das Leiden viel größer. Das Gefühl von Frieden hält nicht lange. All das ist einfach nur du, der versucht zu überleben in einer Endlosigkeit von Dunkelheit. In einer endlosen Dunkelheit. Okay. Na, so peaceful ist das hier jetzt, aber hallo. Was? Richtig anschalten. Staubsauger. Überall diese Staubsauger. Ich habe eine Staubsaugerphobie. Okay. Bro, ich weiß nicht, ob du wirklich hier stehen sollst oder was jetzt hier Sache ist. Keine Ahnung. Ich gucke einfach mal, wo ich so hinkomme, ne? The abandoned Fox Hills Prison? I've sent many here.
but they were bad people. Criminals and murderers. Why am I here? God, help me. Help me understand. Help me. Jetzt lacht sie schon wieder. Oh. Hier, guck mal, schwarze Kerze, ne? Oh, guck mal. Wahrscheinlich müssen wir eine Abfolge von Zeichen hier spielen. Aber welche? Keine Ahnung. Der Boss ist verrückt. Bleibt in seinem Raum. Ich höre mir das an. Ich höre diese nervige Drecksmusik an. Er denkt, dass er hier die Insassen, dass es nur gut läuft. Weil er ist der Gefängniswächter. Verdammt, dieser Cop, der mich hergeschickt hat. Arthur, du Mistgeburt. Ich werde dich in der Hölle treffen. Okay. Ist doch nicht. Okay. Wo war das Klavier? Muss wahrscheinlich die richtige Musik spielen, dass ich durchkomme. Aber was ist die richtige Musik? Pass auf vor dem Richter. Diese Kreaturen sind böse. Es gibt keinen Weg, ihnen zu entkommen. Sobald du sie siehst, ist der Tod sofort. Weil sie dich sehen. Bist du sofort tot. Oh ne, auf so eine Scheiße habe ich jetzt echt. Ich habe wirklich keinen Bock drauf. Also kein Plan, was das Spiel noch vorhat hier mit uns. Aber es klingt einfach übel. Hier können wir noch hoch. Also jetzt vor irgendwelchen Lampen noch weglaufen. Da ist einfach zu. Ich. Ich habe keine Ahnung. Hier geht's noch hoch. Da bin ich, glaube ich, runtergekommen. Ich schätze mal, ich muss den Code finden, ne? Lichter. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob das wirklich alles so Absicht ist hier. Ob diese Viecher eigentlich hätten hier rumrennen müssen? Können wir noch her? Das ist einfach ein Dreckslabyrinth hier. Türen verschwinden. Was ist da? Staubsauger. Okay, wir müssen hier durch. Ein Schlüssel.
Für irgendeine von diesen 1000 Türen, die wir zwischendurch gesehen haben. Saving. Kein gutes Zeichen. Hier schwebt einfach was, okay. Weiß ich denn jetzt noch, wo die Türen waren? Über oben. Da ist nur eine. Okay. Lass dich nicht von den Richtern sehen. Es ist unmöglich, ihnen zu entkommen. Unmöglich. Das ist ja echt, also wie ich versuch's noch ein, zwei Mal, dann zerbrecht. Hä? Können wir den ausschalten oder so? Okay. Reicht mir. Genug gesehen. Aua. Ich hab's wirklich versucht. Ich hab's wirklich versucht, mich auf das Spiel noch einzulassen, auch die schwierigen Parts zu überleben, aber das ist wirklich der Hammer. Also, in dem Moment, wo du verfolgt wurdest, hatte ich keinen Spaß mehr. Ja gut, das Spiel ist nicht teuer. Wenn ihr es versuchen wollt, könnt ihr es euch gerne kaufen. Es war so... Naja. Da liegt auch eine Knarre. Das, gib mir die Knarre. Na gut, ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen unterhalten. Zumindest bis zu einem gewissen Part hier. Und ich wäre euch nicht böse, wenn jetzt hier das Tod disliked das Spiel. Auch wenn es keiner mehr sieht, weil Dislikes sind ja jetzt nicht mehr sichtbar. Leider. Und ja, das war Indicted soweit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.